Was geht? Hier ist WSLime und damit herzlich willkommen zu meinem dritten und letzten Sea of Thieves Video. In diesem Video haben wir die Main Quest von Sea of Thieves angefangen und am Ende noch ein Battle mit dem Kraken, also ohne weiter zu reden, viel Spaß mit dem Video. Wie du deinen Mund bewegst, Alter, das ist so geil. So, hier. F für Seemannsgarn stimmen, da musst du auch einmal das aktivieren und dann können wir das machen. Alter, so, was war das? Muss ich da auch abstimmen? Ja. Boop, jetzt haben wir die Quest aktiviert. Der Schleierbahn. Ach, Bann. Das ist Bahn, Lost. This book is the journal of the pirate lord himself. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker, the only way to part the fog and reach the shores of gold. If you dare to follow in the footsteps of the greatest pirate who ever lived, then take the journal and use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. But don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it. Oh, wild. Ah, da ist das Buch. Dann gucken wir mal, wo uns unser Buch hinführt. Wo führt uns unser Buch hin? Jagd nach Legenden, neue Reise, neues Tagebuch. Wir müssen uns jetzt den ganzen Scheiß hier durchlesen und gucken, wo da ein Inselname steht. Crook's Hollow. Crook's Hollow. Wo steht das? Auf Seite 8. Ah. Zwischen den Inseln Crooked Masts und Crook's Hollow. Oh. Ja, das heißt, auf der Karte müssen wir gucken, was da für eine Insel zwischen ist. Ja. Ich suche. Und wo ist Crooks? Crooks, das ist irgendwo linksisch, glaube ich. Da ist ein Tier 5 Reaper Emissary. Ich freue mich jetzt schon mit der Reapers Bounty. No. Wundervoll. Ja. weiter links, das ist Devil's Draw, da kann es nicht sein. Ja, da waren wir letztes Mal, ne? Genau, das ist diese Vulkan-Area. Links. Hier, da. Ach, Crooked Mars und Crook's Hollow. Wo ist Crook's Hollow? Markier das mal, Crooked Mars. Da ist okay, Crook's Hollow. Dann markier die das beiden heißt, mal. Dann markier mal irgendwo in der Mitte. Wir fahren einfach von den beiden zwischen den beiden Inseln lang. Und gucken, ob wir irgendwas sehen. Ja. Das ist leider genau an der beim Reaper vorbei. Das ist, dann werden wir erst nach Osten und dann nach Süden fahren. Hallo, ich habe, glaube ich, unsere Insel gefunden. Ist das die links hier? Ziemlich sicher. Übrigens, das Schiff ist noch in Sichtweite, das heißt, ich habe ein bisschen Angst und wir sollten uns beeilen. Gut, und was müssen wir finden? Das ist eine gute Frage. Ich schau mal kurz nach. Also Seite 8 hast du gesagt, ne? Ach, ich bin auf Seite 8. Sie haben uns unten links die Insel. Wer erwischt? Das Wrack liegt nun bei dieser nicht verzeichneten Insel. Also ein Wrack suchen wir. Da waren noch Bilder dabei. Truhe, wir fanden das Schiff wieder. Wir haben. Ach, wir sollen eine Kiste finden. Warte mal, das ist hier. Haben uns holen. Ich hab, aber hier ist das Wrack. Hier liegt ein Wrack. Das ist sehr gut. Dann guck das mal durch, ob du irgendwo eine Kiste siehst oder sowas. Was steht da bei dir? Ja. Das ist ein Schiff. Ich hab's gefunden. Oh, hier steht irgendein shiny Gegenstand. Ich hab irgendwas aufgehoben. Oh, es war ein Quest-Item. Okay. Wir können weiter. Das war weird. Okay. So. Ja. Schiffslock ist ohne Schiffslock. Was können wir damit jetzt anfangen? Haben wir noch ein Buch oder. Ach, wir haben ein weiteres. Magpie's Wing Logbuch. Okay, ja, das müssen wir jetzt lesen. Ja, genau. Da steht auch, wir flogen. Da steht irgendwo, das ist jetzt das Logbuch, wo sie hingeschrieben haben, wo sie die Kiste abgeworfen haben. Dreh dich nochmal zu mir. Ich will dein Gesicht sehen. Ey. Jetzt ist da ein Fernrohr vor. Das ist wie wenn man so jemanden fotografiert, der gerade jemanden fotografiert. Oder der gerade dich fotografiert. Sowas ist das. Ja. Okay.
So, wir was müssen wir jetzt in dem fucking Logbuch finden? Wir sind so gut in diesem Spiel, ich glaub's gar nicht. Kannst du mir das zeigen? Ja, kann ich. Kann ich da. Da steht? Und, warte. Ich muss es größer machen. Werfen die Truhe eine südwestlich vor einer Inselgruppe ins Wasser. Oh. Bin ich blind? Stimmt, ich bin blind. Okay. Ich wette, wir werden sowas von falsch gemacht haben. Es macht aber auch keinen Sinn. Hä? Ich denke gerade drüber nach, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht auch keinen Sinn, wie ich einfach mit mir selbst rede, aber okay. Warum bist du dir sicher, dass es hier ist? Ah, wir müssen backchecken. Ah, wir sind dumm. Wir müssen nochmal zurückfahren zu dieser Anmerktinsel, wo wir eben waren. Und ich wundere mich, warum das so gar keinen Sinn macht. Okay. Haben wir hier Bananen oder sowas? Ja, haben wir. Tatsächlich. Soll ich die kochen wieder? Tolle Idee. Iss sie doch einfach, Alter. Kochst du Bananen auch in Real Life? Wir sind wieder da. Wir müssen jetzt noch einmal kurz zum Wrack. Und dann backtracken wir. Also, wir backtracken jetzt. Guck einmal kurz in das Journal rein, was das jetzt sagt. Also, wir müssen das rückwärts lesen. Es kann auch sein... Das? ...dass die Inselgruppe Snake Island ist. Anker an der Südseite von Discovery Ridge. Wollen wir mal Discovery Ridge finden, dann können wir den ganzen Kurs so ein bisschen verfolgen. Wo ist Discovery Ridge? Da. Discovery Ridge. Dann sind sie wo lang gefahren? Kannst du einmal das Rätsel vorlesen, dieses Logbuch? Ja. Logbuch? Captain ist an Land gegangen. Okay. Wir fliehen nach Südosten. Südosten, das wäre da lang, ja. Gut. Das heißt, wir haben rechts kleine, seichte Inseln passiert. Old Sands Atoll, ja. Sind sie vorbeigefahren und sie richten ihren Kurs nach Ost-Nord-Ost aus. Ost-Nord-Ost. Ja. Ah, dann ist es Lost Gold. Kommen sie dann an der befestigten Struktur vorbei? Passieren befestigte Insel. Lost Gold Fort. Ja. Und dann... Und es neuer ist, Kurs es ist Snake Island. Neuer Kurs Nordosten. Ja, genau. Ja. Und dann neuer Kurs Nordosten. Und dann sind sie hier irgendwo gestrandet. Und werfen die Truhe näher südlich. Südwestlich. Es ist Snake Island, siehst du? Hatte ich doch recht. Dann fahren wir mal zu Snake Island und gucken, ob wir was finden. Jetzt müssen wir hier im Südwesten davon eine Truhe finden. Ich wette, wir werden nie wieder nicht die richtige Insel haben, aber okay. Ist das etwa die Schatztruhe? Was hast du gefunden? Antike Truhe. Nice, nehmen Sie mit. Antike Truhe, F öffnen. Oh, da ist es drin, was wir wollen. Da sind Seiten drin. Soll ich das einfach mal nehmen? Ich nehme das mal. Und das da. Das stelle ich da lieber rein. Ich glaube, das müssen wir irgendwo hinbringen. Ja. Gibt's hier Essen? Weitere Inseln. Oh, 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 oh. Hier ist mehr Stuff. Welche gottverdammte Insel ist das? Crook's Hollow? Ah, das sieht nach Crook's Hollow aus. Das war einfach. Ja, das war ein halber Kilo Erdnussflip. Geht's dir doch gut? Hallo? Bald siehst du so aus wie dein Ingame-Charakter. Oh, ich sehe einen Höhleneingang. Wollen wir da mal hingehen? Ja, sicher. Großen Höhleneingang. Ich würde eher in den Höhlen gucken. Ah, ich hab's. Warum ist hier ein Gunpowder Barrel? Kannst du mir das erklären? Komm mal her, komm mal her. Wollen wir das immer einmal sicher in die Luft springen? Oh, wild. Pass auf, diese... Die hier schon... Also, du machst erstmal gar gelootet. Nichts. Ey, da soll gar nichts drin sein, da soll gar nichts drin sein. Also, was wir machen ist, wir machen die vier Flammen an und dann müssen wir die... Genau, jetzt sind wir hier drin locked und jetzt müssen wir das Buch benutzen, um die Rätsel zu lösen. Also, erstes ist das auf dem Schleiertotem. Richtig, und dann da so diese Kreuz... Ja, das. Siehst du das Buch? Da steht die Kombination.
Da steht überhaupt die erste Kombination. Doch, die erste Kombination ist die oberste Reihe. So. Jetzt müssen wir das, glaube ich, Lösung eingeben. Und jetzt? Müssen wir die nächste Lösung finden. Drei Schiffe. Jetzt hat sich das nämlich verändert. Jetzt müssen wir drei Schiffe dahin machen. Und ein... Und einmal den Vertrag mit... Mit Skarabäus Totem. Okay, okay. Und jetzt müssen wir das, glaube ich, nochmal eingeben. Aber jetzt hat sich wieder verändert. Jetzt hat sich wieder verändert. Jetzt müssen wir das letzte machen. Ein Fettsack mit Skarabäus-Totem und dann... An. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich weiß. Ein Fettsack mit Skarabäus-Totem und dann dreimal die Leute. Die sind... Ja. Und dann jetzt Lösung eingeben. Das war tatsächlich nicht mal schwer. Das ist ein Endportal, da kannst du reinspringen. Natürlich. Sollen wir das wieder anmachen? Nein, nein, ich glaube, das zeigt uns einen Ort. Das ist irgendein Stein mit einem Skarabäus drauf. Wir haben keine weiteren Seiten für das Buch. Jetzt müssen wir das, glaube ich, auf dieser Insel finden. Wollen wir jetzt mal so einen Stein suchen mit so einem Skarabäus? Und da rechts, guck mal, da rechts ist das der markierte Kreis. Da müssen wir wahrscheinlich das Ding finden oder graben oder sowas. Gut, das heißt, wir finden jetzt den Stein. So einen Stein mit so einem Skarabäus drauf. Es muss wahrscheinlich irgendwo außerhalb von der Höhle sein. Ich guck trotzdem erstmal innerhalb. Ich habe ihn gefunden. Warum? Kommst du wieder zurück? Er ist direkt in der Höhle. Ich bin schon auf dem Weg. Ah, ich habe was gefunden. Ich habe das Ding gefunden. Ach doch, wir müssen das hierhin zurückbringen. Komm mal wieder durch die Tür. Komm mal rein. Komm rein. Zurück in Tresor. Ich glaube, das müssen wir jetzt dreimal machen. Und dann... Und jetzt zeigt er uns noch einen Ort, wo wir was finden müssen. Das ist beim Wasserfall. Das ist hier rechts raus und dann beim Wasserfall. Dann hol den mal kurz. Das ist irgendwo draußen garantiert, bei einer Palme. Und bei Wasser und bei Stein. Okay. Und alles, was man da noch sieht. Ja, dann suchen wir das mal. Ja, ich hab's. Unser Schiff, aber nicht den Scheiß, den wir finden sollen. Oh. Hab ich die Hoffnung gemacht? Sorry. Ich habe auch eine Brigandine. Gehört. Da ist eine Brigandine mit einer Regenbogenflagge. Neben mir der Tierfamilie. Ich hab Bossmusik oder sowas. Ja, die hatte ich gerade auch. Das ist ein Brigandine mit einer Tier 5 Reaper Emissary Flag, was direkt Richtung unser Schiff fährt. Der hat ein Links zu uns. Der hat ja, das war ein mega Keck. Und seine Mates sind einfach weitergefahren. Ja, haben wir keine Chance, oder? Die wollten. Nee, wir können das reparieren. Komm. Du bucketest, ich repariere. Schnell zum Schiff. Ja, ich bin da. Das war ein fucking Mega-Kack. Was ist ein Mega-Kack? Das sind extra. Ja, wir sind gesunken. Das sind was? Das sind richtig fette Gunpowder Barrels. Ich bin in der verdammten Hölle. Verdammten, Schiff der Verdammten. Verdammten Hölle, die verdammte Hölle. Ich pack dich gleich in diese Kanone und dann schicke ich dich dann auch um. Pack mich. Ja, ja. Oh, kletter mal da rein! Ich war zu langsam. Ja? Warte, ja, ich kletter rein! Ja, okay. Ich sehe das Segel. Sieht sehr schön aus. Ah! Bitte ah! weg. ich will nicht mehr! ich fahr links vorbei. Das ist südlicher. Ich fahr links vorbei, sagte ich, während ich nach rechts drehe. Hier gibt's eine gelbe Flagge für alle Bananenliebhaber. Ich finde, es sollte gekochte Bananen heißen. True. Das ist zu true. Dann gehen wir jetzt auf die Insel und suchen diesen Scheiß. Ich hoffe, dass es immer noch da ist, aber es wird wahrscheinlich. Und wenn nicht, haben wir verkackt, Alter. Weißt du noch, wie es aussieht? Ich hab dir das gemerkt. Ja, ich weiß noch, wie es aussieht. Alles gut. Ich hab mir das gemerkt. So eine Scheiße, die man nicht braucht, kann ich mir merken. Aber alles, was wichtig ist, nicht. Ich glaube, ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Oh, das ist doch gut. Ja. Du kommst doch rein? Das könnte sein, dass sich der Scheiß wieder schließt. You in? Okay, perfekt.
Oh. It opened. I found it. We did it, man. We did it. I wanna place it. Meins. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell hier weg und ganz schnell zum nächsten Außenposten, glaube ich. Und du liest dir gleich mal die Quest durch. Ja. Skelette, hilf mir, hilf mir! Ich bin hinter dir. Renn! Töte sie! Run! Ja, unser Schiff ist aber sehr gut geparkt. Du, ja, das ist hier. Mario, das ist nicht mein Schiff. Siehst du, wie geil ich unser Schiff gepackt habe? Dann mach den Anker hoch! Los. Alter, sind das viele, holy shit! Die Segel wenigstens hoch! Was? Runter! Ja, okay, warte mal, wir müssen weiter nach rechts, sonst fahren wir in die Insel rein. Such schon mal den nächsten Außenposten und sag mir die Himmelsrichtung. Boah, scheiße, Digga. Ja, fahr erstmal. Ja, warte mal, ich glaube, hier kann man. Oh mein Gott, ich kann hier einfach an der Leiter hochspringen. bestes Spiel ever. Na, hier nicht. Schade. Lol. Wo geht's hier lang? Anyways, ich bin die Leiter runtergefallen. Nein. Man kann die Leiter auch benutzen, da unten ist Knopf. Ich weiß. Wieso kann man da hochspringen, Digga? Du solltest lieber einen anderen Weg gehen. Nein. Ich will die Leiter auch hochspringen. Die kannst du, glaube ich, auch noch hochspringen, aber nur. Wieso gehen wir hier für die Steine, Digga? Deswegen habe ich gesagt, du kannst auch einen anderen Weg nehmen. So, jetzt geht's zu dem Typen hin und gib ihm das. Great Ramses Ghost. I heard all the stories, but to actually hold the Shroudbreaker in my hands, I never thought I'd see the day. Something's wrong. There should be four jewels set at the base of the ground to Shroudbreaker its power, but they've been removed. Without them, you won't last 5 minutes in that fog. Now let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them, strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them Skeleton Lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls dares challenge them, and rightly so. But you are going to have to hunt one down. Oh, yeah. Eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Brixie's whereabouts. Fuck. Remember, Plunder Außenposten. Skeleton Lords, das ist das, wo das andere Schiff war, wo wir deswegen nicht hin sind. Wundervoll. 12.000 Gold, though. Nehme ich. Oh lol. Ich glaube, das ist jetzt ein. Ach ja, wir haben jetzt einen Teil der Quest abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt basically erstmal alles machen, was wir wollen, und dann den nächsten Teil anfangen. Heilige. Da kommt irgendwas. Da ist ein Kraken. Hier ist ein Kraken. Oh no. Ich bin auch. Was? Schon wieder? Komm zu mir, please! Schon wieder? Er wird mich umbringen! Schon wieder? Ich bin gleich da. Ich bin auf der Ferry of the Damned. Ich bin schon. Bin gleich da. Ich bin da. Ich komm gleich. Loading Screen, dann bin ich bei dir. Der Keck hat sich an unser Schiff gesaugt. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Hilf mir, hilf mir. Schlag ihn. Big Damage. Wir brauchen eine Shotgun, wir brauchen eine Shotgun. Wieso bin ich tot? Weil wir mit Wasser voll laufen. Ja, okay. Wieso laufen wir mit Wasser voll? Weil der Krake direkt über uns. Der Kraken ist direkt über uns. Der Kraken! Und fuck ab, ich werd gesackt, ich werd glaube ich gesackt. Sollst nicht gesackt werden. Okay, er ist weg. Wie kommen wir hier wieder raus? Gar nicht, gefühlt. Ich sag den Gegnern Bescheid, dass sie uns helfen sollen. Ja, ich hab Wasser in unser Schiff geschüttet. Das produktive Teammate. Hey, we are so sorry for attacking you, but please can you help us fighting this big Kraken monster in the sea? We are just. We need some help. We would really appreciate it, man. Thank you so much. Ich glaub, ich werd gesagt, Hilfe! 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 Wurdest du aufgefressen? Ja, ich wurde aufgefressen. Oh shit! Oh, fuck! Hilfe her! Help, please! Help! Help! Hilfe! Hilfe! Autsch, ich bin tot. Wurdest du Ich wurde einfach ins Meer reingeschossen. Oh mein Gott, okay. Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Wir müssen den Kraken besiegen, soweit ich weiß. Ich meine, unser Schiff fährt nicht, das bewegt sich keinen Meter vorwärts. Ja, dann komm mal wieder jetzt. Ja, ich bin da. Das kann man nicht so einfach sagen, von wegen, kommen wir jetzt mal wieder. Das ist so eine Sache von,
ob der Ferryman dich lässt oder nicht. So, warte, ich werde jetzt einfach mal Tentakel abschießen, ja? Tentakel? Was? Digga, was heißt ich hab doch. Ich hab selber nur Kettenschüsse. Ich brauch Kanonenkugeln, ich hab Kanonenkugeln, okay. Ich sag den Gegner nochmal Bescheid. Hello, please, help us! Du klingst wie so ein Indian-Tech. Wir sind gesunken! Wir sinken! Nein, wir sind doch nicht gesunken. Das ist der Krake, der sich wieder an unser Schiff reinhängt. Ich werd. Das ist nicht gut. Ich habe ihn zweimal abgeschossen. Dreimal. Wieso krieg ich Damage von dem Tech? Ich hab einen Tentakel gekillt. Ich hab einen Tentakel gekillt. Ich bin gestorben. Was? Revive ich hol dich. Ich hol dich. Ich bin unter Deck. Ja, yeah, ich hol dich. Ich bin da. Okay. Ich bin da für dich, Bruder. Mein Bruder. Ich hatte gerade mal richtig nice im Video. Da wird das immer so hell, wenn man revived wird. Zumindest war es hier gerade hell. Ich hab keine Kanonenkugeln, warte mal. Wir ich will gar nicht gestuppt werden, Digga. Ja, schieß irgendwas ab, ich repariere den ganzen, okay, das ganze okay. Zeug hier. Okay. Da leuchtet irgendwas unter Wasser. Was ist das? Ich weiß es nicht. Okay, der ist auch tot, der Tentakel. Da ist noch ein Tentakel direkt hinter uns. Muss den Looter, ich glaube, der schlägt uns gleich. Er hat uns geschlagen vor. Oh, das sind 5 Löcher oder sowas. Ich habe keine 5 Holz mehr. Ich besorg 5 Holz. Jo. Ich habe 5 Holz besorgt. Tun Sie das. Mike off. Oh. Mike off. Oh mein Gott, wir haben ihn gekillt. Wir haben gekillt. Haben wir es geschafft? Ja. Oh, wild. Ja, ich habe Achievements bekommen. Jo, ich auch. So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen. Es war diesmal ein bisschen länger. Vielen Dank, dass du es bis zum Ende geschafft hast. Wenn du die ersten 2 Videos noch nicht gesehen hast, bitte, bitte einfach mal angucken. Naja, es sind ein paar lustige Sachen drin, sagen wir so. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.